Renee aus Berlin-Caro lebt von Hartz IV und scheint trotzdem ein echter Glückspilz zu sein, er gewinnt nämlich im Lotto, doch über den Gewinn darf er sich nicht lange freuen. Berlin, Renee, der in Berlin-Caro wohnt, lebt von Hartz IV und muss jedes Centstück doppelt umdrehen. Aus dem Mangel heraus macht er beim Lotto mit und gewinnt tatsächlich. Sein Gewinn von 210 Euro ist zwar nicht gerade eine riesige Summe, aber für René zusätzliches Geld, welches er dringend benötigt. Doch sein Glück währt nicht lange. Von Bekannten hört er, dass er als Hartz IV-Empfänger den Gewinn vielleicht nicht mal behalten darf, wie der Berliner Kurier berichtet. Deshalb wendet sich René an Ron Perdus, der als Verbraucherexperte des Berliner Rundfunks fungiert. So sieht die Rechtslage bei Hartz IV-Empfänger aus. Ron Perdus hat keine erfreulichen Nachrichten für René. Zuerst einmal sei es Hartz IV-Empfängern grundsätzlich möglich, bei Glücksspielen teilzunehmen. Doch die Gewinne müssen dann beim Jobcenter angegeben werden. Und hier kommt auch der Clou: Das Jobcenter beurteilt Gewinne als einmalige Einnahmen, und diese würden signalisieren, dass Hartz IV-Empfänger damit weniger bedürftig wären. Somit kürzt das Amt die Leistungen, was immer auch im Ermessensspielraum der Jobcenter-Mitarbeiter liegt. Laut dem Verbraucherexperte Ron Perdus dürfe ein Hartz IV-Empfänger lediglich 50 Euro gewinnen, und das im Jahr. Demnach würde dem glücklichen Lottogewinner nicht viel übrig bleiben. Von den 210 Euro würde das Amt wohl mindestens 160 Euro einbehalten. So, der Berliner Kurier weiter. Video: Die größten Verlierer aller Zeiten, lesen Sie auch. Dieses neue Auszahlungsmodell für Hartz IV-Empfänger sorgt für massive Kritik. NM-Rubrik Listenbild, Copyright-Symbol Deutsche Presse.